Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5. Yo, wir müssen jetzt Michaels Tochter von dem Boot da hinten holen. Boah, sieht das geil aus hier unten. Oh, fett. Oh, oh, wir müssen hoch. Ja, Michaels Tochter soll da irgendwie mit Pornodarstellung oder so rummachen. Hat zumindest Jimmy gesagt. Boah, sieht das geil aus jetzt hier unten unter Wasser. Gar kein Vergleich zur Xbox 360 jetzt mehr. Also, das ist ja mal heftig. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Verdammt. Ja, erneut versuchen. Shit. Und nochmal den Köpfer. Da sind wir doch nicht mehr hochgekommen. Da waren wir doch ein bisschen zu tief unter Wasser. Ja, Michael hat ja auch noch theoretisches Lungenvolumen. Boah, fett mit den Wellen. Oh, das ist ja mal richtig edel. Gleich viel mehr Spaß GTA 5, muss ich sagen. Das ist jetzt ein noch größerer Grafikaugenschmaus, als es damals schon war. Oder ist. Oh, die PC-Fassung, die übertrumpft ja echt nochmal alles. Oh, kleiner Matauken, vielleicht steigern wir da schon mal ein bisschen Lungenvolumen. Na, aber jetzt hoch mit dir. Oh no, hier läuft Musik. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Probleme mit der GEMA. Hallo. Alter. Also Michaels Tochter geht ja hier mal gerade richtig ab, hä? Hey, Manchin, whoa. Buster, take me out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, hey, cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Oh yeah. Leg dich nicht mit einem wütenden Vater an. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Who's talking to see to my fucking boat? Oh, motherfuckers. Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it! No. Geil! Oh shit, die schießen auf uns! Shit, they're coming after us! Die sollten wir jetzt mal abhängen. Bauen wir mal hier rein, in den Kanal. They're shooting! They're epic shooting! We'll lose them if we keep going this way. Who the fuck are these people? Oh, you know, TV people, celebs, serious drug dealers. Well, since when the TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad, it's Los Santos. Get away from them. I can't believe I sort of had sex with you, you psychopaths. Die schießen auf uns. Das ist nicht grad nett. Back up, you pricks. Back off, assholes! Ich hoffe, wir fahren hier richtig. Hier, dass wir jetzt irgendwo in eine Sackgasse reinkommen. Aber hier sieht es ganz gut aus, diese Richtung. Und die hängen uns immer noch am Arsch. Sollten wir die vielleicht abknallen? Ich weiß es nicht. Oh, wir werden schneller und die werden langsamer. Okay. Läuft bei uns. Fuck, I think we lost them. Oh, I'm going to die. They're gone? Cool. See, it's okay. I'll take you back to Jim. Yeah. It's not okay. It's terrible. I can't believe you did that to me. Whoa, whoa,
What did you say? Alter, wie geil. No worries, it was a pleasure. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot at. No, I meant you don't have to thank me for saving your life from those maniacs. You didn't say that. You ruined it. Mensch, das lief doch wie am Schnürchen hier. Sind wir jetzt hier richtig? There he is! Jimmy, you D-bag! You! Sieht's aus. Fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Yo. Papis kleines Mädchen bestanden. Wunderbar. Läuft bei uns. What do you mean she's a he? Geil. Ich feier das Spiel wie derbe, ey. Aha, aha. Okay. Wir hatten eine, haben jetzt eine SMS von Lester. Okay. Das werden wir doch wohl tun. Für diesen Überfall. Die Frage ist nur, wo steht jetzt unsere Karre? Die scheint weg zu sein. Das ist mies. Okay, dann müssen wir uns wohl eine Karre ausleihen. Wir bringen die auch ganz bestimmt wieder. Oh, hier hinten haben wir doch schöne Karren. Die sieht relativ schnell aus. Und das ohne Alarmanlage, wunderbar. So, mal gucken. Da setzen wir uns mal kleine Markierungen hin. Ach, hier hinter müssen wir. Okay. Na, mal schauen. Da fahren wir gleich hin und machen diesen Auftrag. Oh. Ja, Digga, du hast doch gesehen, dass ich auf dich drauf zukomme. Und da hältst du noch drauf, oder was? Jo, das hast du jetzt davon, ne? Mann, 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 Mann. Diese Sonntagsfahrer immer wieder. Bilden die hier auch noch Knoten oder was? Ha? Was geht denn hier ab? Gotcha! Der sieht hin aus. Was hat er verloren? Hier. Ah, Geld. Der hatte doch auch eine Waffe bei sich. Ja, haben wir. Wunderbar. Dann bringen wir mal der guten Frau ihr Portemonnaie wieder. Oh,
Mahlzeit. Here you go. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Für die $500 hat die uns nur 50 gegeben? Boah, ist das eine geilste Kuh, ey. Boah. Also, hätte mindestens ein Huni rausspringen müssen. Dann wohl doch die falsche Richtung. Was Betäubungsgaslieferant? Ja, aber wo? Hä? Ah, hier haben wir unsere Karre liegen lassen. Na, klasse. Ja, aber wo soll das jetzt sein? Hm. Na, wir fahren jetzt hierher und gut ist. Werden wir ja dann sehen. Wo dann das andere sein soll. Ach, dort. Hä? Hier. Ja gut, dann holen wir doch erstmal schnell den. Wenn der nur alle 2 Stunden kommt, dann sollten wir doch erstmal versuchen, den zu holen. Die Mission da hinten läuft uns ja, denke ich mal, nie weg. Und das war der falsche Abfahrt. Okay. Wir haben ja zum Glück eine schnelle Karre, mit der wir das Lieferfahrzeug schnell einholen können. Oder könnten. Dass wir dem Fahrzeug in der Arme fahren. Guck nochmal auf die Karte nach. Aha. Der kommt uns quasi entgegen. Zumindest schaut es so aus. Ich hoffe, das war jetzt die richtige Abfahrt. Warum mal gucken, wo er ist? Oh, 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 oh yeah. I'm sorry about that. Den haben wir. Er kommt uns doch entgegen, oder? Das sieht doch schon mal gut aus. Das müsste sein. Shit. Stop the vehicle. Shit, 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 shit. Jetzt haben wir noch den Kopf am Arsch. Stirbt er nicht? Jetzt.
Oh. Shit, das sind ja schon die Cops. Oh no. Hoffen wir, dass wir denen noch entkommen können. Oh, wir sind definitiv Sheriff. Wir haben 2 Sterne. Hier werden wir uns wohl nicht gut verstecken können. Die werden uns wahrscheinlich sehen von der Brücke aus. Also von der Autobahn. Oder Highway, oder wie das jetzt hier genannt wird. Ja, klasse. War ja klar. Das war so scheiße klar. Oh Gott, eine Verfolgung sagt in der lahmarschigen Karre. Ja, schön, danke. Hier könnten wir sie vielleicht noch abschütteln mit viel Glück. Okay. Wohl doch nicht. Oh Gott, ist die Karre lahm! Nein. Ah, verdammt. Ja, komm. Erzähl das deinem Zahnarzt, aber nicht mir. Verdammt, die steigen wohl nicht aus. Die kann man jetzt gerade nicht verarschen, das ist Mist. Ja, freilich. Oh, shit. Das war, glaube ich, keine gute Idee, hier runterzufahren. Hier geht's rein, okay. Das sollten wir mal probieren. Oh shit, dort ist ja schon eine Straße. Sieht so. Oh, wunderbar, wir haben es abgeschüttelt. Klasse, das lief gut. Und das mit so einer lahmarschigen Karte, ey. Besser kannst du gar nicht laufen. Ach, wir sind ja schon in der Nähe von Leicester. Ey, geil, ey, heute läuft super. Wunderbar. Das hätten wir. Zumindest jetzt erstmal die Karre. Bestanden. BZ Gasgranaten. Yeah. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge von GTA 5. Wenn's euch gefallen hat. We got us some good night gas. Ah, good. Once we have the pest control van, we'll be ready to go. I'm on it. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.